Shalom, liebe Freunde. Wir alle Menschen, Männer und Frauen, wir haben viele Wünsche, dass wir schaffen möchten. Wir wollen eine gute Familie haben. Wir wollen keinen Streit zwischen Mann und Frau. Es soll eine gute Kommunikation sein zwischen die Mann und Frau und auch mit unseren Kindern. Wir auch persönlich, wir wollen viel Erfolg in unserem privaten Leben. Wir wollen einen guten Arbeitsplatz haben, wir wollen auch, nicht nur materiell, wir wollen auch geistlich gut wachsen zu können. Und das Problem, wir alle müssen das ist klar. Die Frage ist, warum alle unsere Wünsche kommen nicht in Realität. Es gibt doch einen berühmten Satz auf Hebräisch. Ich würde das versuchen auf Deutsch zu übersetzen. En davar ha'omed bifnei ha'ratzon. Es gibt nichts, also es gibt keine Sache, das steht, das ist eher stärker als deine Wille oder deine Willen. Bedeutet, wenn sie etwas möchten, dann werden sie das schaffen. Jetzt, wenn ich werde euch fragen, es gibt jemanden von euch, der nicht möchte, eine gute Familie oder eine gute Frau zu finden, einen guten Mann zu finden oder eine gute, dass seine Kinder sollen gut erzeugen können. Natürlich, viele von uns, wir wollen das alles. Jetzt ist die Frage, warum schaffen wir das nicht? Jeder eine von uns weiß die Wahrheit. Wir haben viele Wünsche. Und wir schaffen das nicht. Also in manche Sachen, ja, aber in viele andere Sachen schaffen wir nicht. Und es gibt immer, alle sprechen über diese Willenkraft. Das ist die stärkste Kraft, die auf der Welt gibt. Jetzt ist die Frage, okay, und warum schaffen wir das nicht? Jetzt, dieser Satz, es ist ein berühmter Satz auf Hebräisch. Ich weiß nicht, ob das ist bekannt auf Deutsch. Also es gibt nichts, also es gibt keine Sache, die steht stärker als die Kraft der Willen. Stark als die Willenkraft. Jetzt ist es nicht ein Satz aus der Talmud, aber hunderte von Jahren gibt dieser Satz, dass der Willenkraft ist stärker als alles. Ich glaube, der erste Ort von diesem Satz kommt von der Zohar, von dem Kabbalah-Buch von Rabbi Shimon Bar Yochai. Dorthin schreibt er einen anderen Text, einen anderen Satz, der schreibt so: Kol ha'olamot tluyim rak beratzon. Alle Welten, die wir haben nicht nur hier, es gibt auch die geistlichen Bereiche, die hängen nur, ob Gott in diese Kraft der Willen. Und es bedeutet, der Zohar sagt, wenn jemand möchte etwas, er kann das erreichen. Jetzt, die Frage ist, wir wollen viele Sachen und wir schaffen das nicht. Wenn wir wollen das richtig verstehen und dann vielleicht durch den werden wir alle unsere Wünsche in Realität bringen können, da müssen wir erst verstehen, was bedeutet dieser Begriff Wille oder Willen, Plural. Es ist richtig, es gibt nichts auf der Welt, der stärker ist als der Willenkraft. Das ist klar. Aber die Frage ist, ob wir verstehen, was ist überhaupt diese Wille? Was ist eine echte Wille? Und warum spreche ich heute? Weil wir haben am Sonntag war Lag BaOmer, aber ein paar Tage vorher war ein berühmter Tag, heißt Pesach Sheni, die zweite Pesach. Und diese Geschichte, diese zweite Pesach, und wir werden über dem sprechen, was ist das? Durch den können wir verstehen, was bedeutet dieser Begriff, diese Sache, Wille, Willen. Und das hat auch eine
besondere Verbindung zum Shavuot, zum unserem Wochenfest, was wird in, auch in 2 Wochen kommen. Und bevor wir gehen weiter, diese Sache richtig zu verstehen, ich bitte euch, teilen Sie diese Post, diese Live-Sendung an Facebook oder an YouTube, schreiben Sie, weil so werden mehr Menschen diese Tora-Unterricht sehen können. Jetzt, es gibt einen Text in 4. Buch Moses, Kapitel 9, Vers 6. Dorthin kommt eine Geschichte, die Juden sind in der Wüste, Gott spricht zu Volk Israel. Jetzt bringen sie den Pessachopfer. Pessachopfer, viele von euch wissen, ist immer eine kleine Schafe, man bringt es als Opfer und dann am Pessachfest isst man das. Jetzt kommt eine Geschichte. Für das Buch Moses, Kapitel 9, Vers 6. Es waren aber Männer da, die durch eine Leiche, hören Sie die Wörter, weil wir werden über das sprechen. Es waren aber Männer da, die durch eine Leiche unrein geworden waren und an jenem Tage das die Überschreitungsopfer nicht darbringen könnten. Diese traten an jenem Tag vor Moses und vor Aaron hin und es sprachen diese Männer zu ihm. Hören Sie die Aussage von den Männern. Wir sind durch eine Leiche unrein geworden. Warum sollen wir zu kurz kommen? Warum sollen wir das Opfer des Ewigen nicht unter den Kindern Israel zur Zeit darbringen? Und da sprach Mose, bedeutet, sie waren unrein. Und dann, Gott Mose sagt sie, okay, warten Sie, ich muss mit Gott sprechen. Und da kam mir die Idee, die zweite Pessach bedeutet, immer bringt man die Pessachopfer am 14. Tag von Nisan, aber die unrein sind an diesem Tag, haben sie noch eine Möglichkeit, einen Monat später. Was war da genau? Es waren Menschen, die haben einfach die Leiche von Josef auf dem Rücken getragen. Die haben das getan, nicht wegen eigenem Interesse, nur weil, wie Sie wissen, in 1. Buch Moses, Kapitel 50, Vers 25, sagt Josef kurz vor seinem Tod zu Volk Israel, bitte, wenn Sie werden Ägypten verlassen, vergessen Sie nicht über meine Leiche. Nehmen Sie das mit und bringen Sie die Zielware nach Israel. Sein Grab ist in Nablus von heute. Natürlich, niemand hat gedacht damals, dass die Juden werden in die Wüste 40 Jahre laufen oder fahren. Auf jeden Fall, die Männer haben die Leiche von Josef mitgetragen. Jetzt, die sind unrein. Und eine von den Paragraphen bei dem Pessachopfer, dass ein Pessachopfer zu bringen, darfst du nur, wenn du rein bist. Und die waren unrein. Und das tut sie sehr weh. Und da kamen sie zu Moschee und sie haben erklärt, wir sind unrein und wir wollen doch ein Teil nehmen. Jetzt bedeutet, man sieht, dass die Leute wollten. Die hatten so eine starke Leidenschaft, diese Pessachopfer zu bringen. Und das war nicht, warum diese Pessachopfer? Weil Pessachopfer symbolisiert die Verbindung zwischen Gott mit den Juden, auch wenn wir kein Mitzvot haben. Manche Menschen denken, dass Gott liebt Menschen nur, wenn die seine Gebote folgen. Aber wie Sie wissen, die erste Pessachopfer haben die Juden gebracht, wenn die noch in Ägypten waren. Und in Ägypten, die waren überhaupt kein gläubiger Mensch. Die waren Kinder Israel, also bedeutet, die waren die Kinder, die Urenkel von Abraham, Yitzhak und Jakob. Aber die waren nicht gläubige Menschen überhaupt. Bis der Talmud sagt, dass die Engel sagten Gott, es gibt keine Unterschiede zwischen den Juden in Ägypten, zwischen den Juden und den Ägyptern. Die sind gleich, es gibt keine Unterschiede. Auf jeden Fall, und trotzdem, Gott hat die Juden doch rausgenommen aus Ägypten. Und er hat sie gefragt, sollen sie eine Pessach? Das bedeutet, Pessachopfer symbolisiert den Moment, was Gott sagt, meine liebe Kinder, ich liebe euch,
auch wenn sie noch keine meine Gebote getan. Bedeutet natürlich, Gott will, sollen wir seine Gesetze folgen, natürlich. Aber es gibt, das war ein Moment, dass Gott sagt, ich liebe euch, wie sie sind. Und das haben die Menschen verstanden. Und davor, die Menschen in die Wüste, die unrein waren, die haben gesagt, diese Sache wollen wir nicht vermissen. Also, Sukkot, Shavuot-Fest, okay, wenn wir das nicht schaffen, nicht so schlimm. Aber Pessach-Opfer wollen wir. Und die kamen zu Moschee. Jetzt, wenn man liest diese Texte, kommt sofort die Frage, was wollten die Menschen von Moses? Sie sprechen zu Moschee und sie erklären, wir sind unrein und davor können wir nicht dem Pessach-Opfer in dem Stiftzelt, da war damals kein Tempel, wir können nicht im Stiftzelt dem Pessach-Opfer bringen. So, was wollen Sie von Moschee? Sie haben verstanden, warum können Sie das nicht machen? Es gibt einen Paragraph, dass die Pessach-Opfer darf man auf dem Altar bringen, nur wenn sie sind rein. Jetzt, wenn sie sind unrein, dann ist es unmöglich. Okay? Sie sind unrein, sie sind nicht schuld, sie sind unrein, weil sie haben die Leiche von Josef auf ihre Rücken getragen. Ist okay, niemand wird euch auch bestrafen. Sie haben eine tolle Sache getan. Aber was wollen Sie jetzt von Moschee? Was soll er machen jetzt? Soll er die Gesetze ändern? Eine von den Paragraphen ist das, dass du musst rein sein. Und sie sagen das doch auch. Sie sagen zu Moschee, wir sind unrein. So was wollen Sie von Moschee? Ja? Und also, was wollen Sie jetzt, dass Moschee soll euch sagen? Wir wissen jetzt, dass am Ende Moschee hat Gott gefragt und Gott kam mit der Idee, dass man kann eine zweite Pessach-Opfer bringen, einen Monat später, die unrein waren. Aber warum überhaupt kamen die Leute zu Moschee? Was haben sie gedacht? Und natürlich ist das eine Frage, was jeder kluge Mensch, der diesen Text liest, kommt sofort mit dieser Frage. Und es gibt verschiedene Erklärungen, aber die alle Erklärungen, die ich habe gesehen, es sind so eine Form von Antwort technisch. Also ich will nicht jetzt nennen die verschiedenen Erklärungen, was habe ich gesehen. Aber die sind so, ich sage immer, nach dem Antwort, es gibt so Fragen, dass es gibt auch Antworten, die auch nach dem Antwort sagst du, aber die Frage ist noch da. Ja? Und habe ich noch eine schönere Erklärung gesucht. Und dann habe ich das bei meinem Rabbiner Schneerson, also es war nicht bei Rabbiner Schneerson allein, das sieht man bei Chassidismus, bei die Bücher von Chassidut. Er fragt also, warum haben sie überhaupt zur Moschee gekommen? Die kann man überhaupt nicht mit einer logischen, mit einer berechtigten Behauptung, warum sollen sie doch die Pessach-Opfer bringen können? Also, sie haben das erklärt, warum können sie das nicht machen? Warum dürfen sie das nicht machen? Weil die sind unrein. So, was wollen sie jetzt von Moschee? Die Antwort, was sie habe ich gelesen. Das ist so schön. Also, allein hätte ich nicht gedacht, würde. Die kamen zu Moschee, nicht weil sie haben gedacht, dass er wird eine Lesung finden. Am Ende kam eine Lesung. Aber das wussten sie das nicht am Anfang. Die kamen zu Moschee. Wissen Sie, wie ein Mensch kommt zu dir und er schrie einen Schrei. Jeder eine von der Gruppe. Sie haben gesagt, Moschee, wir wissen das, dass wir sind unrein. Klar. Und davor dürfen wir nicht die Pessach-Opfer bringen. Aber wir wollen das. Das ist so tief bei uns. Wir wollen die Pessach-Opfer bringen. Jetzt. Und wir weinen, es kam so ein Schrei von ihrem Mund. Wir können nicht schlafen, Moshe, du musst verstehen, wir können nicht schlafen. Warum? Weil wir wollen die Pessach-Opfer bringen. Wir können nicht weiter so. Sie haben verstanden, dass sie dürfen das nicht machen, weil sie sind unrein. Aber die Idee von Pessach-Opfer, das hat ihr Herz so stark berührt. Dass die kamen zur Moschee und die Tora schreibt nicht, aber ich glaube, dass sie haben geweint.
gesagt, Moschee, wir wollen ein Teil. Das war nicht so wie, die kommen zu der Richter Moschee und sagen, nein, wir wollen, sollst du eine Paragraph finden und uns erlauben, doch die Pessachopfer zu bringen. Nein, das haben sie nicht gedacht. Die wussten, dass sie dürfen das nicht machen. Aber sie wollten Moschee zeigen, ihre Schrei, ihre, das ist Willen, das ist Wille. Das ist nicht nur nach einer Leidenschaft. Wir Menschen, wir haben viele Leidenschaften. Ja, wir wollen das, wollen das, wollen das. Aber das ist nicht eine echte Wille. Das ist nicht die Willenkraft, was wir sprechen. Das ist, ich würde sagen, Vorlieben. Liebe besser, dass wir das haben. Ist gut, wenn ich ein schönes Auto habe. Aber wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich kann auch mit einem kleinen Auto fahren. Ich will ein schönes Haus. Aber das ist bei mir so stark. Ich kann auch mit einer normalen Wohnung überleben. Ja? Und das war bei den Menschen in der Wüste. Sie haben nicht gedacht, dass Mosche wird eine Lösung finden. Aber die wollten schreien. Die wollten die Schrei so rauskommen. Ja? Wir Menschen, wir wollen viele Sachen. Ja? Ich will eine schöne, wie gesagt, ich will eine schöne Auto. Das bedeutet nicht, dass ich möchte das. Echt. Und das war die Aussage von Moschee, die Menschen, die zu Moschee kamen, die wollten nicht, dass er die Gesetz ändern. Die haben nicht gedacht, dass Moschee hat überhaupt die Möglichkeit, das zu machen. Am Ende, wir wissen, dass Moschee kam zum Gott und Gott kam mit der Idee. Die kamen zu Moschee und die haben ihm auch, wie gesagt, in anderen Wörtern, sie haben gesagt, logisch, wir verstehen, dass wir haben keine Möglichkeit. Wir haben keine Chance, der Pessach Opfer zu bringen. Wir haben verpasst die Zeit von Pessach Opfer. Und es gibt keine zweite Möglichkeit. Zum Beispiel, jemand hat, zum Beispiel, ich nenne immer, jemand, es gibt jetzt den Versöhnungstag, ja? Wir müssen fasten. Jetzt, wenn ein Mensch kann nicht fasten, weil er ist krank. Und wenn er ist krank, dann darf er nicht fasten. Dann kann ich sagen, okay, eine Woche später, wenn er ist gesund wieder, dann sagt er, okay, jetzt will ich fasten. Es geht nicht. Es gibt einen Tag, was man muss an diesem Tag fasten. Wenn du bist gesund, gut, wenn nicht, ist alles okay. Dann darfst du nicht fasten, weil Leben von dem Mensch ist mehr wichtig als alles anders. Und Gott wird nicht sauer auf sie sein, weil er versteht. Dieselbe Gott, der hat uns gesagt, an dem Versöhnungstag, zu fassen, derselbe Gott hat uns auch gesagt, wenn du bist nicht gesund, dann darfst du nicht fasten. Wenn du fast, wenn du trotzdem fastest, dann ist es eine Sünde auch. Ja? Und das haben auch die Menschen in der Wüste, die haben verstanden, das gibt keine zweite Pessach. Die haben nicht gedacht, dass Moschee wird eine Lösung finden. Aber die haben gesagt und sie haben ihm gegeben zu verstehen, wir können nicht weitergehen. Wir wollen den Pessachopfer auch mitbringen. Das ist eine Sache, was berührt unsere Seele, unsere Körper und so weiter. Auf eine solche Wille, auf dem haben die Rabbiner es gesagt, was die Kabbala sagt. Es gibt nichts, der steht stärker als der Willenkraft. Wenn jemand etwas möchte, dann schafft er das. Und am Ende kam Gott, sagte zu Moschee, ich habe eine Lesung, eine neue Gesetz für die Leute und es gibt eine zweite besser. Aber das wussten sie nicht, die Menschen am Anfang. Und das ist die Frage, was wir, jeder eine von uns muss denken und überlegen. Jeder eine von uns weiß die Wahrheit. Was ehrlich möchten wir? Es gibt Menschen, die haben viele Wünsche.
Aber das ist echt. Oder das ist wie gesagt, ich möchte ein schönes Auto. Es ist nicht schlecht, aber ich kann auch mit einem kleinen Auto fahren. Die zweite Pessach, diese Möglichkeit kam nur zu diejenige, die konnte nicht weiterleben. Die konnte nicht schlafen. Es gibt viele Menschen, die werden sagen, hallo, bist du unrein? Okay, hallo, du kannst gut schlafen. Es gibt nächstes Jahr noch eine Pessachfest. Was stört dir? Du bist unrein. Gott ist nicht sauer auf ihnen. Gott hat keinen Ärger auf ihnen. Sie sind doch unrein. Sie sind unrein, weil sie haben etwas gut auch positiv gemacht. Sie haben die Leiche von Josef mitgenommen. Aber die haben das nicht gesagt. Die haben gesagt, nein, wir können nicht weiter so. Und da kam Gott zu Moschee und sagt, Gott kam zu Moschee und sagt, wenn jemand diese Sache berührt, der Mensch so stark, kommt eine Änderung auf die Welt und Gott gründet, wie gesagt, ein neues Gesetz. Dieses Gesetz von 2. Pessach war überhaupt nicht am Anfang. Das war nicht ein Paragraph im Pessach-Opfergesetz, aber das kam durch Menschen. Durch Menschen, die haben gesagt, Moses, wir können nicht weiter. Es ist richtig. Es gibt keine zweite Schabbat, es gibt keine zweite Shavuot, es gibt keine zweite Sukkot, es gibt keine zweite Versöhnungstag. Wenn jemand sitzt auf dem Sofa und er ist traurig, dass er krank war und er konnte nicht fasten an der Versöhnungstag, dann nichts wird passieren. Aber wenn der Mensch gibt Gott das Gefühl, dass so etwas anders kann nicht weitergehen, dann Gott ändert das System der Welt. Und da sagt die Kabbala und Hasidismus, es gibt zwei Kräfte, zwei Sorten von Kräften bei Menschen. Es gibt diese innere Kräfte und es gibt, ich würde sagen, die allgemeinische Kraft. Wir haben verschiedene Kräfte, verschiedene Fähigkeiten. Wir haben unseren Verstand, wir haben unsere Liebe, wir haben unsere Ängste. Die sind alle innere Kräfte. Bedeutet, was mehr du wirst studieren, da wirst du mehr lernen. Aber immer, die Ergebnis wird sein, Leute, wie sie werden investieren. Bedeutet, wenn du bist ein kluger Mensch, da wirst du mehr verstehen. Wenn du bist Und ein kluger Mensch wird mehr verstehen als ein Mensch, der nicht so klug ist. Also es gibt Gott hat die Menschen auf die Welt gebracht. Und es gibt manche, die sind sehr klug und es gibt Menschen, die sind nicht so klug. Mit dem kann man nicht, der was ist nicht so klug, er kann nicht klüger sein als der andere. Der andere ist klüger als ihn. Ist es klar? Ja? Und manchmal, wir sind so in einer Welt, wir sagen, da los ist nicht fair. Warum der ist klüger als mir und er kann einen Text, was für mich dauert eine Stunde, er kann das in 15 Minuten verstehen. Seine Speicherkarte ist auch so viele Terabyte kann er halten und ich kann nicht viel, meine Speicherkarte ist nur 100 Megabyte. Ich weiß es, ja. Es gibt Menschen, dass ihr Verstand ist größer als andere, ihre Speicherkarte ist mehr. Aber dies sind alle innere Kräfte und in denen gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also zwischen Menschen. Aber diese Willenkraft, die echte Willenkraft, der ist eine allgemeinische Kraft. Bedeutet, dass diese Kraft übernimmt der ganze Mensch. Und diese Kraft spielt bei ihm keine große Rolle, wie klug du bist oder wie viel kannst du auf einem Stuhl sitzen. Es gibt Menschen zum Beispiel, die nicht so viel auf einem Stuhl sitzen können. Dieser Mensch, ein Mensch, der echt möchte, er wird ein Ziel erreichen, eine höhere Ziel erreichen, mehr als was kluge Menschen werden erreichen. Wir Menschen, wir haben viele Wünsche, aber die alle Wünsche stehen so in eine Vorlieben, also in solche Bereiche.
wenn es geht, wenn ich kann eigentlich schon ein Haus haben, warum nicht, nicht schlecht. Aber die alle Wünsche kommen nicht in die Realität, hören Sie, liebe Leute, gut. Die alle Wünsche, die sie haben, und die kommen nicht in die Realität, ich sage euch, so sagt die Tora, die kommen nicht in die Realität, weil die sie nicht von ihrem inneren Teil, von ihrem Herz oder von ihrer Seele. Weil wenn ein Mensch möchte etwas echt, kommt die Sache. Und Gott, wir sehen das bei den Pessachopfern, kam eine zweite Pessach. Da kamen Menschen, die wussten nicht, was zu sagen. Die haben auch nicht gedacht, dass Moshe wird eine neue Paragraph, ein neues Gesetz bringen. Aber sie haben ihm deutlich gegeben zu verstehen, dass so weitergeht nicht. Sie können nicht überleben, ohne die Pessachopfer, also ohne teilzunehmen in dieser Pessachopfergeschichte. Und wenn jemand bringt diese Wille raus, Gott ändert der Welt. Gott ändert der Welt. Und das ist die Geschichte von Pessach, zweiter Pessach. Aber das ist auch im Judentum, und davor wollte ich heute über den sprechen, ist ein großes Thema in Juden, ein großes Fundament in Tora, in Judentum. Dass wenn ein Mensch versucht, etwas zu erreichen, Gott hilft. Die Frage ist, ob sie mischen das echt oder wenn das geht einfach, okay, aber wenn nicht. Es gibt eine berühmte Geschichte mit Rabbi Eliezer ben Hyrcanus. Er war im ersten Jahrhundert. Und bis sein 28. Jahr, er war ein Pflüger auf dem Feld seines Vaters. Die waren eine Familie von Bauern, eine reiche Familie. Aber der Vater hat ihn nie geschickt und nicht seine Brüder, nicht zum Tor zu studieren. Und weil er ein starker Mensch war, hat er immer gearbeitet, wo auch Steine gibt, weil sein Vater konnte ihn auf ihn verlassen. Ein Tag, wenn der Herr Rabbi Eliezer, war damals nur Eliezer, kein Rabbi Eliezer, der war 28 Jahre alt, sein Vater sieht, dass der Mensch steht auf dem Feld und er weint. So sein Vater fragt ihn, warum weinst du? Sagt ihm, und er hat nicht verstanden, weil die waren eine sehr reiche Familie. Sagt ihm, und vor dem Sohn sagt ihm eine Antwort, sagt dem Vater, oh, ich weiß, warum weinst du? Weil du arbeitest jetzt auf einem Feld, wo viele Steine gibt und das ist sehr schwere Arbeit hier. Weißt du was, ich gebe dir morgen ein besseres Grundstück oder ein Feld, wo fast keine Steine gibt und dorthin kannst du arbeiten ohne Probleme. Tag danach sieht sein Vater, dass der Junge weint weiter. Fragt ihn, warum weinst du? Sagt ihm, weil ich möchte, hören Sie gut, ich möchte Tore lernen. Ich bin beneidig an diejenigen, die große Rabbiner, die in Javne oder Jerusalem war damals, glaube ich, schon zerstört. Die Lehre Tora, ich will auch ein Teil von dieser Qualität, von dieser Sorte von Menschen sein. Sagt ihm sein Vater, hören Sie gut, mein liebes Kind, du bist schon 28 Jahre alt. Du weißt überhaupt kein Hebräisch zu lesen. Wo wollen sie jetzt anfangen, 28 Jahre alt, wenn du bist 7-Jährige? Okay, gut. Wollen sie jetzt was? Die Tora lernen, das war die Zeit von Mishnah. Was? Jetzt willst du? Du wirst das nicht schaffen. Du bist schon 28 Jahre alt. Das ist schon ein Alter, was kommt keine Änderung im Leben. Weißt du, wissen Sie doch, wie wir, jeder eine von uns spricht zu sich selbst und sagt, ja, ich kann keine Änderung in mein Leben schaffen. Ich bin schon 30 Jahre alt, ich bin schon 50 Jahre alt. Ja, wenn hätten Sie mit mir gesprochen, wenn ich 10 Jahre alt war, dann hätte ich mein Leben geändert. Oder wenn ich 13 Jahre alt. Aber jetzt, Rabbiner, was wollen Sie von mir? Ich bin 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, 50 Jahre alt. Also kommt keine.
Und er hat ihm gesagt, der Vater hat der Eliezer gesagt, weißt du was, vor dir ist schon zu spät. Bald wirst du heiraten, wirst du Kinder haben und deine Kinder wirst du zu Tora-Studium schicken, die werden doch gut sein. Also wir haben doch kein Problem, wir haben genug Geld, wir können gute Lehrer finden, das ist kein Problem. So, sein Vater hat ihm eine sehr logische Erklärung gegeben, das ist für ihn zu spät. Und dieser junge Mann Eliezer hat verstanden, das ist für ihn sehr spät, dass er das nicht haben kann. Was macht er? Erzählt der Talmud, dass er hat angefangen zu weinen. Und es gibt also nicht der Talmud, in der Midrash, Pirkei der Rabbi Eliezer erzählt, dass er hat zwei Wochen geweint und fast nichts gegessen. Und der Midrash erzählt, dass nach 2 Wochen kam der Prophet Eliyahu. Prophet Eliyahu kam und fragt ihn, warum weinst du? Sagte ihm, ich weine, weil ich möchte Tora lernen und mein Vater hat mir gerade erklärt, das ist unmöglich, ich bin schon 28 Jahre alt. Und ich will nicht so weiterleben. Wenn so, will ich nicht weiterleben. Ich habe keinen Geschmack in Essen, ich will nicht essen. Und ich habe in den letzten 2 Wochen auch nichts gegessen. Ich habe keinen Geschmack in meinem Leben. Ich will nichts. So weiter will ich nicht. Ich will Tora lernen. Sagt dem Propheten, ja, ich habe für dir ein Angebot. Fahren Sie nach Javne, glaube ich, weil Jerusalem war, glaube ich, war damals schon zerstört. Gehen Sie zu der Tora-Schule, zu der Yeshiva von Rabbi Yochanan ben Zakkai, der war der Führer von der aller Rabbin, von dem Volk Israel damals, und du wirst bei ihm Tora lernen. Eine ganze Geschichte kam, der kam dorthin und viele, die diesen Text lesen, sagen, kommen sofort die Frage, hallo, der junge Mann, der Eliezer, vielleicht er will Tora lernen, aber Prophet Eliyahu, der junge Mann ist 28 Jahre alt, er kann kein Hebräisch lesen. Du schickst ihn, Prophet Eliyahu, du schickst ihn zu der großen Tora-Schule von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Was soll er dorthin machen? In der Tora-Schule von der Yeshiva von Rabbi Yochanan ben Zakkai gibt dorthin große Rabbiner, große Schüler, also hochintelligente Schüler, die haben schon 20, 30 Jahre Tora studiert. Die werden die Rabbiner von der nächsten Generation sein. Warum schickst du ihn überhaupt dorthin? Weißt du was? Schicken Sie ihn zu einer Schule, wo man kann Hebräisch lernen, also Hebräisch lesen zu können und so weiter. Aber du schickst ihn zu der Tora-Schule von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Wie machst du das? Wie Prophet Eliyahu macht das? Wenn er wird zu der kleinen Schule hingehen und er wird viel Erfolg haben, dann vielleicht am Ende kannst du ihn zu der Tora-Schule von Rabbi Yochanan ben Zakkai auch danach schicken. Aber sofort dorthin? Die Antwort, und ich glaube, viele von euch haben es sofort schon verstanden. Der Prophet Eliyahu schaut auf Rabbi Yochanan ben Zakkai. Entschuldigung, nochmal. Prophet Eliyahu schaut auf diese junge Eliezer, der 28 Jahre alt. Und er sagt, ein Moment, 2 Wochen hast du nichts gegessen und du weinst die ganze Zeit, weil sie möchten Tora lernen. Das ist eine echte Wille. Und auf dem sagt man, es gibt nichts der stärker als der Kraft, als Willenkraft. Und ich bin sicher, du weißt, welche Tora-Schule ist geeignet für dir? Die Tora-Schule von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ich bin sicher, dass du wirst das schaffen. Natürlich, jetzt kannst du kein Hebräisch lesen. Aber mit deiner Kraft, dieser Willenkraft, was ich sehe bei dir, spielt keine Rolle jetzt, wie viel hier gibt, wie viel ist dein Verstand oder wie viel Speicherkarte gibt hier. Es gibt Menschen, die sagen, Herr Rabbiner, was wollen Sie von mir? Ich kann kein Tora studieren, ich kann nicht sitzen. Ich kann nicht sitzen. Ja? Die Antwort ist, Gott gibt jeder Mensch, ich sage immer, eine Kiste von Werkzeugen. Ja? Und es ist richtig, es gibt Menschen, dass ihre Werkzeuge sind besser
als die andere Kiste von Werkzeugen, was der andere hatte, von Gott erhalten. Es ist richtig. Aber wenn sie echt möchten, dann auch wenn deine Werkzeugekiste ist nicht Hochqualität, du wirst doch das Ziel erreichen. Es kann sein, dass doch Fähigkeiten, dein Verstand ist nicht so groß, aber Wille, das gibt doch bei dir. Und das kannst du. Nur wir können uns selbst sperren, ich sage immer. Niemand kann uns sperren. Nur wir können das machen. Bedeutet, wenn wir echt möchten, dann werden wir das schaffen. Und davor Prophet Eliyahu hat gesagt, wenn du 2 Wochen weinst und 2 Wochen isst du nichts, ich kann dir schicken zu der großen Tora-Schule von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ich bin sicher, du wirst die höchste Stufe erreichen. Und so war zum Schluss. Er ist zum Schluss der große Rabbi und wurde genannt Rabbi Eliezer, der Sohn von Hokenus. Ja, weil wir wollen viele Sachen in unserem Leben und wenn kommt eine Schwierigkeit, dann hören wir auf zu wollen. Und die Tora sagt uns, nein, wenn du echt möchtest, dann Prophet Eliyahu wird kommen und dir sagen, gehen Sie in die Tora-Schule von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Weil das war, auch wenn alle haben ihm gesagt, du kannst nicht. Sein Vater hat ihm erklärt, du bist schon 28 Jahre alt. Und ich bin sicher, dass in der logischen Welt sein Vater hat recht. Was? Du bist 28 Jahre alt. Was wirst du jetzt anfangen, Tora zu studieren? Aber wenn man echt, wenn man will, dann kommt eine echte Wille, dann schaffst du. Nicht, dass ich sage, das ist nicht eine Empfehlung von mir, 2 Wochen jetzt nicht essen und weinen, weil sie wollen Tora lernen. Nicht, das ist meine Empfehlung. Aber von hier können sie verstehen, in welche Höhe Stufe kam diese Eliezer. Ja? Und davor, Prophet Eliyahu sagt ihm, du kannst zu der großen Tora-Schule gehen, du wirst das schaffen. Ja? Und das ist, wir Menschen, das Problem von uns alle. Wir haben viele Sachen, die wir möchten. Und wenn wir viele Sachen möchten, dann du wirst nichts schaffen, weil es gibt keine, du brauchst eine Sache oder 2 maximal, du sagst, das will ich schaffen. Und wenn du das echt möchtest, dann wirst du das schaffen. Und das kommen wir zu der Geschichte von unserer berühmten Frau Ruth. Wir kommen bald Shavuot, diese Wochenfest. Es gibt so eine Tradition im Volk Israel, dass am Shavuot, am Wochenfest, lesen wir Megillat Ruth, der Ruth-Rolle, die ganze Geschichte mit Ruth. Der Talmud sagt, dass es gibt so einen berühmten Text, Buch des Sprichwörter, ein Buch von König Salomon, Mishlei 31, gibt den Text von Eshet, Chayil Miimza. Wir alle gläubige Juden singen das immer am Freitagabend vor dem Kiddush. Wir singen erst Shalom Aleichem. Und danach Eshet, Chayil Miimza. Wer findet eine gute Frau? Ein langer Text. Und der Talmud sagt, über welche Frau spricht König Salomon dorthin? Sagt der Talmud, er spricht über Ruth. Was war mit Ruth? Viele von euch kennen die Geschichte, die ganze Geschichte. Ruth und Orpa, es waren 2 Frauen, Ruth und Orpa. Die waren oder die Töchter von Eglon, der König von Moab, oder die seine Enkelin. Aber die waren Verwandten. Auf jeden Fall, die beide heiraten mit Machlon und Chilion. Es war Naomi. Sie fährt mit ihrem Mann, es war eine Hungerzeit in Israel, da fahren sie Richtung Moab. Sie hat 2 Söhne, Machlon und Chilion. Die heiraten mit, eine mit Ruth und eine mit Orpa. Jetzt, die beiden Jungs sterben, also die beiden Männer sterben. Naomi verliert auch ihren Mann, Avimelech.
Und sie bleibt als Witwe. Das bedeutet, jetzt kommt eine Witwe Naomi mit zwei Schwiegertöchtern. Die sind auch Witwe. Ruth und Orpa. Die möchten Naomi nicht verlassen. Also, und Ruth und Orpa, die waren, wie gesagt, Töchter oder die Enkelin von Eglon, der König von Moab. Das ist die berühmte Geschichte mit ihm in Richters Kapitel 3, mit Ehud ben Gera, der kam mit einem kleinen mit einem Messer, hat ihn getötet. Eine ganze Geschichte in Richters Kapitel 3. Auf jeden Fall, Naomi sagt, okay, ich habe kein Geld, ich habe keinen Mann, meine Söhne sind tot, dann fahre ich jetzt Richtung Israel. Und sie kommt, sie fährt Richtung Israel als eine arme Frau. Früher, sie hat Israel verlassen als eine reiche Frau, eine berühmte Frau, weil sie kam von einer guten Familie. Jetzt kommt sie ohne Mann, ohne Kinder, ohne Geld, so. Und die zwei Schwiegertöchter sagen, Naomi, wir laufen weiter mit ihnen. Wir werden dir nicht verlassen. Schön. Bedeutet, sie wollten im Prinzip konvertieren. Die wollen Moab verlassen, nach Israel fahren und dorthin konvertieren und leben als Juden. Jetzt auf dem Weg von Moab nach Israel, Naomi hat benutzt diese Zeit, sie zu erklären, was kostet ein Jude zu sein. Wie viele Gebote muss man achten und die alle Paragraphen, Gesetze und so weiter. Wie kompliziert ist das? Naomi sagte zu Ruth und Orpa, bis jetzt waren sie die Töchter, so die Enkelinnen von Eglon, der große König von Moab. Sie haben dorthin aufgewachsen als Prinzessin. Aber jetzt, wenn sie fahren mit mir nach Israel, dorthin wird ganz anders sein. Wollen sie trotzdem? Und die sagen, ja, beide am Anfang. Ja, wir gehen mit dir. Und sie erklärt weiter, wie schwer ist das, bis Opa sagt, meine liebe Schwiegermutter, genug. Das ist zu schwer für mich. Ich verlasse dem Schiff, wie gesagt. Und Opa küsst ihre Schwiegermutter, schauen Sie in Ruth-Rolle, also Kapitel 1, Vers 14. Sie küsst ihre Schwiegermutter Naomi und sie fährt zurück. Und Ruth, was passiert mit Ruth? Ruth bleibt zusammen mit Naomi. Ruth entschiedet, in ihre Schwiegermutter anzuhaften oder anzuhängen. Das war die Entscheidung von Ruth. Opa fährt zurück und Ruth entschiedet, in ihre Schwiegermutter anzuhaften und so weiter. Und da kommt von dieser Geschichte, haben die Rabbiners von dem eine wichtige Botschaft oder Thema von ihm rausgenommen. Sie haben gesagt, hier sehen wir, was bedeutet Wille. Das, was wir haben früher gesprochen, diese Willenkraft. Opa wollte. Sie wollte eine Jüdin sein. Sie hat doch mit Naomi auch mitgefahren, mit Ruth zusammen. Sie hat ihre Familie in Moab verlassen und sie hat angefangen, mit Ruth nach Israel zu fahren. Zur Richtung Stadt Israel, eine andere Kultur. Sie war doch bereit. Nicht, dass sie wollte das nicht am Anfang. Sie war bereit. Aber es kam ein Moment, dass sie hat gemerkt, ach, das ist zu schwer. Und dann hat sie Naomi geküsst und sie hat gesagt, bedeutet, deine Kultur, deine jüdische Kultur ist für mich wichtig, dein Volk ist für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig, aber bitte, vergeben Sie mir, ist zu schwer. Und Ruth bleibt weiter, bedeutet, weil Ruth hat eine andere Wille. Es gibt eine Wille, was man kann das
mit dem Küssen. Und es ist, und, aber nicht, das war bei Opa. Sie war in einer Stufe von Wille, die sagte zu Naomi, sie kennen doch den Satz, wohin sie gehen, werde ich mit euch gehen. Wohin sie schlafen, werde ich mit euch auch schlafen. Und wohin sie werden sterben, werde ich auch mit euch sterben lassen. Bedeutet, nur dem Tod wird uns beide trennen. Können Sie sich vorstellen? Bedeutet, sie sagte, ich möchte konvertieren, ich möchte ein Teil vom Volk Israel sein. Und nur der Tod wird trennen zwischen uns beide. Bedeutet, Ruth wusste, das wird Schwierigkeiten kommen. Das wusste sie. Und sie wusste auch nicht genau, wie wird sie das besiegen auch. Wie der Talmud erklärt, wenn Ruth war mit Naomi auf dem Weg nach Israel und wie gesagt, sie wollte konvertieren, sagt der Talmud, es war nicht klar bei Ruth und Naomi, ob Volk Israel wird akzeptieren, diese Akt zu konvertieren. Warum? Weil es gibt so einen Text im 5. Buch Moses, Kapitel 23. Dorthin schreibt Gott, also Moses in Gottes Name, dass jeder Mensch darf konvertieren. Aber wenn jemand kommt aus diesem moabitischen Volk oder von dem ammonitischen Volk, die dürfen nicht konvertieren. Und die Grund dafür liegt, dass die haben Volk Israel in der Wüste schlecht behandelt. Das bedeutet, okay, am Ende, wir wissen alle, der Talmud erklärt, dass wenn Boaz wollte mit sie heiraten, haben die Rabbiner erklärt, dass diese Texte, die Tora, 5. Buch Moses, das spricht nur über Männer. Das bedeutet, nur Männer von Volk Moab dürfen nicht konvertieren. Aber Frauen dürfen ja. Aber das wussten sie nicht am Anfang. Wenn Ruth und Naomi haben richtig in Israel gelaufen oder gefahren, die wussten nicht ehrlich, was werden die Rabbiner sagen, ob die werden überhaupt akzeptieren, ihre Religion. Und auch, sie kommt von, auch wenn Volk ist, die Rabbiner werden alles akzeptieren, sie kommt von Volk, von diesem moabitischen Volk. Und die Juden mögen nicht die Menschen aus diesem Volk, weil die haben mit dem Volk Israel in der Wüste schlecht behandelt. Jetzt, sie kommt auch sehr arm. Sie haben doch kein Geld. Sagen wir so, in diese soziologische Stufe in Volk Israel, sie sind die niedrigste Stufe. Sie eine arme Frau, sie kommt von Moab, hat konvertiert. Also, es gibt keinen logischen Grund, jetzt Richtung Israel zu fahren. Und trotz, und das hat Opa verstanden und davor Opa, die andere Schwiegertochter, hat ihre Schwiegermutter geküsst und zurück nach Moab gefahren. Sie war vielleicht eine kluge Frau. Sie hat gesagt, wer wartet auf uns in Israel? Aber Ruth, nein. Sie entschiedet, in ihrer Schwiegermutter anzuhaben. Warum machst du das? Was denkst du? Wer garantiert euch überhaupt eine Lesung dorthin zu finden? Aber wir wissen alle am Ende, dass Boaz hat mit sie geheiratet und so und so und so weiter. Aber das war am Ende. Das wusste nicht Ruth am Anfang. Ja? Und sie sagt, ich laufe mit ihr weiter, Ruth, und nur dem Tod wird zwischen uns trennen. Aber die Antwort, warum hat sie das gesagt, ist genau wie die Juden in der Wüste mit dem Pessachopfer. Ich habe keine Antwort, aber das möchte ich. Ich will das Pessachopfer bringen. Und ich werde schreien einen Schrei. Ich will ein Teil von Pessachopfer sein. Ich will mit dir Naomi gehen. Ja?
das, was das Wort sagt, zu Naomi, ich laufe mit dir weiter. Diese Willenkraft hat die Historie geändert. Weil schauen wir die Unterschiede zwischen Ruth und Orpa. Orpa sieht, das gibt Schwierigkeiten davor, sie küsst Naomi und sie fährt weiter zurück nach Moab. Bedeutet, sie sagt, ich schätze Volk Israel, ich liebe Volk Israel, ich liebe die Tora, aber das ist schwer. Wenn ich bin reich, wenn es ist einfach, dann hätte ich das getan. Aber jetzt, als arme Frau, als Witwe, ist es kompliziert. Sagt der Talmud, von diesem Opa, sie kehrte zurück doch nach Moab. Von sie kam eine große Familie von Antisemiten. Wissen Sie, wer war ihre Enkel? Goliath. Sie kennen doch den Namen. Berühmte Geschichte, David und Goliath. Sagt der Talmud, Goliath war der Enkel oder der Urenkel von Orpa, von dieser Frau, die ehemalige Schwiegertochter von Ruth. Der kam und, wie Sie wissen alle, was die Tora erzählt, dass er hat Gottes Name verschmutzt. Und da kam David gegen ihn und zwar hat ihn getötet mit dem kleinen Stein. Das bedeutet, David, der Enkel von Ruth, also Urenkel von Ruth, hat einen Krieg geführt gegen Goliath, der Enkel oder der Urenkel von Opa, die ehemalige Schwägerin von Ruth. Und auf diesen Moment sagt der Talmud einen berühmten Satz in der babylonische Talmud in Traktate Sota, Seite 42, sagt der Talmud, Yavo ben advuka veilachem beben haneshuka. Wird der Tag kommen und der Sohn von der, was hat festgehalten mit Naomi, und er wird Krieg führen mit der Sohn von die Frau, wer die hat nur Naomi geküsst. Bedeutet eine, die er küsst, bedeutet, er sagt, ich liebe das, aber das ist zu schwer. Von solchen Sachen kommt nichts raus, kommt eine Goliath raus. Weil seine Großmutter sagte, ist zu schwer. Wenn es zu schwer, dann verlasse ich das und ich gehe in eine andere Richtung. Und dann kommt eine Goliath. Aber David ist der Urenkel von die Frau, die hat gesagt, nein, ich nehme die Entscheidung, ich bleibe fest mit Ruth. Eine, die sagt, ich weiß nicht, was erwartet mich in Israel. Aber das möchte ich. Und ich gehe weiter Richtung Jerusalem. Man erzählt einen Witz, nicht eine echte Geschichte, klar, aber ein Jude in Osteuropa, der wollte Geld verdienen. Dann hat er ein Gemüse-Obstgeschäft geöffnet und erwartet, dass die Kunden sollen kommen, aber kommt keine Kunde. Geht er drin in die Synagoge, er trifft seinen Freund. Sein Freund fragt ihn, nun, warum hast du so Gesicht von 9. Ar? Also bei uns, glaube ich, Juden sagt man, wenn du bist traurig, sagt man, du hast ein Gesicht von 9. Ar. Sagt er, warum ich bin traurig? Ich habe ein neues Geschäft geöffnet und niemand kommt drin. Ich habe so viel Geld investiert, niemand kommt. Und ich muss Geld verdienen, ich habe Frau, Kinder und so weiter. Sagt ihm seine Freundin, es ist ein Witz, aber ich will zu dem Punkt kommen. Sein Freund sagt ihm, weißt du, ich habe eine Idee für dir. Schreiben Sie morgen auf dem Geschäft eine Schild, Früchte und Gemüse aus Israel, aus dem heiligen Land Israel. Nun, alle lieben Israel. Wir beten jeden Tag für Israel. Perfekt, Tag danach macht er ein Schild, Früchte aus Israel.
Hunderte von Menschen kamen rein, Kunden haben gekauft. Er ist zufrieden. Am Abend kommt er zur Synagoge, zum Abendsgebet, spricht er auch danach mit seinem Freund. Sein Freund fragt ihn nur, wie war mein Rat? Sagt, du bist ein guter Ratgeber. Perfekt. Hast du noch einen Rat von mir? Sagt er, ja, morgen machst du ein neues Schild. Gemüse und Obst aus Jerusalem. Aus Jerusalem. Weißt, das ist doch die heiligste Stadt. Wir beten doch für Jerusalem und so weiter. Alle mögen Jerusalem. Sagt ihm, weißt du, das ist eine tolle Idee, ich mache das. Tage danach macht er so ein Schild, Gemüse aus Jerusalem. Und natürlich, hunderte von neuen Kunden kommen und kaufen seine Gemüse, seine Obst und so weiter. Trifft er mit seinem Freund, sagt ihm, du bist ein kluger Mensch. Geben Sie mir noch einen Rat, ich will noch mehr Geld verdienen. Sagt ihm, weißt du was? Schreibst du auf dem Schild Gemüse und Obst aus der Klagemauer. Aus der Klagemauer. Alle werden kommen. Okay. Schreibt er das auf dem Schild. Nach ein paar Tagen trifft er mit ihm, sagt er, nur wie es geht, nur wie viel Geld hast du verdient, sagt er ihm. Das funktioniert nicht. Was bedeutet das, funktioniert nicht? Hast du doch diese auf dem Schild geschrieben, Gemüse und Obst aus der Klagemauer? Sagt er ihm ja. Und Menschen kamen nicht. Sagt er, doch, doch, kamen viele Menschen. Nun, sagt er ihm, ja, aber die kommen drin, die berühren die Gemüse, die küssen die Gemüse, also mit dem Mund, legen vielleicht eine kleine Zettel und die gehen weg. Niemand kauft. Von Küssen, das war mit Opa, kann man nicht neue Leben schaffen. Ruth, zum Vergleich zu Opa, Ruth hat nicht geküsst. Sie hat nicht gesagt, ja, sind Juden tolle Volk, tolle Tora, wie manche viele sagen, ja, tolle Kultur. Ruth sagte dann die Entscheidung, ich möchte an dir bleiben. Bedeutet, das ist der Unterschied. Sie hat geruht, Opa sagte, so wie viele Menschen von uns, das ist gut. Denn es ist einfach. Aber nicht immer ist es einfach. Und davor am Ende kam von dieser Dame Goliath, von Opa. Ruth kam nach Israel. Sie ist in der niedrigsten soziale Stufe von Volk Israel. Manche sagen, ja, du kannst dich konvertieren, du kommst überhaupt von dem Stamm, von Volk Moab und so weiter. Na, noch eine fremde Frau und so weiter. Was hast du, so eine verrückte Entscheidung genommen? Du hast eine Familie von Königen, du warst doch die Tochter oder Enkelin von der König von Moab. Was hast du getan? Bist du verrückt? Du kommst hier zu Volk Israel. Aber was hat passiert in Realität? Wenn sie in Israel kam, sagt der Ruth-Rolle in Kapitel 1, Vers 9, war sehr laut in der Stadt. Warum war sehr laut? Nicht, weil Ruth kam, sagt der Talmud. Weil an diesem Tag, wenn Ruth und Naomi kamen zu Bethlehem, glaube ich, starb die Frau von Boas. Und dann starb die Frau von Boas. Und dann ein paar Tage später, das war die Geschichte, Boas hat mit sie geheiratet. Und Ruth hat zum Welt gebracht, der Junge, der heißt Oved. Und Oved war ihm eine andere Junge zur Welt kommen. Später kam Jishai und von Jishai kam David. Und von David kam König Salomon. Interessant, in der babylonische Talmud, der Traktat Baba Batra, Traktat Baba Batra, Seite 91, erklärt der Talmud einen Satz von die Heilige Schriften. Die Heilige Schriften schreibt, es gibt so in Königen 1, Kapitel 2, Vers 19, schauen Sie zu Hause. Also in Königen 1, Kapitel 2, Vers 19, sagt die Tora, Vayasem Kisele Em HaMelech, das
König Salomon hat einen Stuhl hingelegt vor der Mutter der König. Wer war die Mutter? Und welche Mutter spricht man? Die Mutter von Salomon oder eine andere Dame? Sagt der Talmud, der Stuhl wurde gemeint oder wurde das war vor Ruth. Bedeutet, sagt der Talmud, wer war, sagt der Talmud, war Ruth, weil Ruth kam von Null und sie kam ganz, ganz, ganz hoch. Und sie ist, sie war Großmutter von Salomon, also es war Ruth, Oved, Jeschai, David und König Salomon. Das bedeutet, wenn ein Mensch hat, kann einen Satz sagen, so wie Ruth, dass nur der Tod wird zwischen uns trennen. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Eine solche Willenkraft. Es gibt nicht stärker als der. Und dann, wenn du das möchtest, da kommt eine Bracha. Ja? Und das muss jeder Mensch von uns gut denken. Was möchte ich? Du musst immer denken, es gibt so einen Satz, auch der babylonische Talmud, Traktat Yuma, Seite 48, Seite 38, sagt der Talmud, dass der, was versucht, rein zu werden, bedeutet ein Mensch, der hat viele Sünde getan. Und er hat verstanden, dass er sitzt in einer schlechten Stufe und er will Teshuva machen, eine Umkehr. Sagt der Talmud, Gott hilft ihm. Was bedeutet? Es kann sein, ein Mensch, der hat so viele Sünde getan. Er hat eine schlechte Familie aufgewachsen. Auch. Das ist nicht, er ist auch nicht schuld. Und er weiß sich überhaupt nicht, wie kann man überhaupt rauskommen von diesem Kreis, von schlechten Menschen, von schlechten Sachen und so und so und so. Wissen Sie, viele Menschen haben Gedanken, die eben ein Gefängnis, also die Leben schließt, also die schließt mich. Sagt der Talmud, Abal litaher mesayim biyado. Wenn du echt möchte, Teshuva machen, aber nur wenn sie echt möchte, dann Gott wird dir helfen. Ja? So, du musst sitzen, träumen, denken. Wenn du nur denkst, lieber besser, wenn ich werde religiös sein, lieber besser, wenn ich werde Tora studieren können. Wenn das ist nur in dieser Stufe, da wirst du das nicht erreichen. Weil es gibt viele Schwierigkeiten in unserem Leben. Die Frage ist, was hier läuft. Es gibt so einen Satz zum Schluss. Der Talmud schreibt in, auch im Traktat Yuma, der babylonische Talmud schreibt, Traktat Yuma, Seite 29, schreibt der Talmud, dass schlechte Gedanken sind schlimmer als eine Sünde. Bedeutet, wenn ich mache eine Sünde, eine technische Sünde, aber wenn du vergleichst das zu jemandem, der schlechte Gedanken hat, also denkt die ganze Zeit, eine Stunde lang über eine Sünde, sagt der Talmud, die Gedanken sind schlimmer als eine technische Sünde. Jetzt werden sie sagen so. Warum? Der Mensch, der nur denkt über eine Sünde, er hat keine Sünde getan. Aber wenn er denkt, wie kann der Talmud sagen, dass es ist schlimmer als derjenige, der hat nur eine technische Sünde getan. Also in Realität. Sagt der Talmud, weil wenn jemand macht eine Sünde technisch und er hat sofort verstanden, dass er hat einen Fehler gemacht, sagt der Talmud in Traktat Chagiga, Seite 16, dass wenn der Mensch hat sofort verstanden, dass er hat eine Sünde getan, dann Gott wird ihm vergeben. Warum? Weil er hat nur etwas technisch falsch gemacht. Aber wenn der Mensch denkt eine Stunde über eine Sünde, auch wenn er hat technisch die Sünde nicht getan, hier ist verbunden mit deinem inneren Teil deines Körpers.
Wenn du denkst über eine Sünde eine Stunde, bedeutet das, deine Willenkraft ist drin. Und das ist die starke Stufe der Mensch. Und diese Gedanken, wir dir bringen, nicht nur einmal eine Sünde zu machen, dass wir dir bringen, vielmal die Sünde zu machen. Wenn du nur zufällig, sagen wir so, das darfst du auch nicht machen, aber wenn zufällig hast du eine Sünde getan und sofort verstehst du, dass du einen Fehler getan hast, dann Gott wird dir vergeben. Aber wenn du denkst über die Sünde, eine Stunde lang, bedeutet, dass du bist schmutzig. Und bedeutet, dass du bist viel. Und auf dem sagt die Tora. So, und das bedeutet, muss der zum Schluss, wir können noch lang sprechen, aber der Mensch muss denken, was möchte ich echt? Ich möchte Tora lernen, aber das ist genau in derselben Ebene wie ich möchte auch ein schönes Haus haben, ein schönes Auto und so weiter. Und wenn es geht, geht, wenn nicht, nicht. Oder sie möchten das echt. Und wenn sie das echt möchten, dann werden sie das auch, wie gesagt, auch schaffen können. Ich habe gehört, zum Beispiel, es gibt Rabbiner, ich weiß, ohne Name zu sagen, der ein großer Rabbi, der war vor ein paar Jahren gestorben, er war einer von den größten Rabbinern aus Israel, also in Stadt Israel, hat man über ihn gesagt, dass er war nicht so hier besonders. Als junges Kind, er war nicht hier besonders. Aber er nahm die Entscheidung, ich will nicht seinen Namen nicht nennen, weil das ist nicht notwendig, aber er nahm die Entscheidung, Tora zu lernen, Ersatz 18 Stunden pro Tag und am Ende ist er großer Rabbi geworden. Zum Schluss, das war so, zum Schluss, letzte Beispiel. Hillel HaZaken, haben Sie gehört über Hillel? War in der Zeit von Tanaim. Er kam als armer Mensch nach Israel und damals in die Yeshiva reinzukommen, sie mussten eine Munze geben, weil es war Winterzeit und durch diese kleine Munze, was jeder eine hat mitgebracht, man konnte die Heizung bezahlen. So war damals, es ist nicht gut, aber so war damals, dass der, was keine Munze hat, kommt nicht drin. Aber er wollte Tora lernen. Er konnte schon Hebräisch lesen. Und der Mann auf der Tür, neben dem Tür, wollte ihm nicht erlauben, weil er hat kein Geld. Dann hat er Hillel auf dem Dach hingestiegen. Und er von dem Dach, es war ein Fenster oben, da hat er gehört, die Tora-Diskussion unten. Aber es war Winter, war Januar, Februar. Und kam eine große Schnee. Das hat ihn bedeckt. Und er ist sehr schwach geworden und ist oben geblieben. Er war kurz vor Tod. So erzählt der Talmud. Die Menschen kamen in die Synagoge, Tag danach, also morgen früh. Normalerweise von den Fenstern oben soll Licht kommen. Aber der Mensch Hillel lag auf dem Dach, der Schnee war über ihm, da kam kein Licht. Und dann plötzlich jemand sagt, hallo, schauen Sie, es ist ein Mensch, man sieht ein Mensch, es ist nicht nur Schnee. Hat man ihn schnell rausgenommen und hat man ihn, und er ist gesund geworden. Und dann hat man ihm erlaubt, reinzukommen, auch ohne Geld, und später ist er großer Rabbi geworden. Hillel, denken Sie einen Moment, Hillel hatte doch recht gehabt zu sagen, ich kann kein Tora studieren, ich komme, ich möchte Tora lernen, aber der Mann auf dem Haupteingang möchte für mich Geld. Ich habe kein Geld. No, was kann ich machen? Hillel hat das nicht gesagt. Er konnte das sagen. Und niemand wird ihn bestrafen. Er nahm die Entscheidung, ich möchte Tora lernen. Egal. Dann hat er auf dem Dach hingestiegen und so hat er Tora studiert. Die Frage ist, was doch möchten Sie? Jeder eine von euch weiß die Antwort. Möchten Sie eine echte gute Familie haben oder das ist nur, wenn es gut geht? Ich will ein guter Mann sein oder nur, wenn es einfach geht? Ich will echt gute Kinder haben. Ich will, meine Kinder sollen Tora lernen. Oder nur, wenn es einfach geht, wenn es gibt Unterricht in der Gemeinde, da bringe ich meine Kinder. Aber wenn es gibt Probleme, dann okay, dann nicht schlimm. Das ist nicht gut. Frage, was möchten Sie?
Und es ist richtig, es gibt nichts, das stärker als der Willenkraft. Aber die Frage ist, was wollen Sie? Bleiben Sie gesund, bis nächstes Mal und schreiben Sie bitte Ihre Gedanken unten. Ich werde das später lesen, teilen Sie das weiter und danke für Ihr Vertrauen. Bis nächstes Mal.